Meine Damen und Herren, hier im Kepler-Salon Linz. Ich freue mich sehr über Ihr so zahlreiches Erscheinen, das mit meinem heutigen Gast zu tun hat. Ich begrüße auch sehr herzlich die Personen, die uns via Livestream begleiten. Franz Schuh, Schriftsteller, Essayist, Kritiker, studierter Germanist, Philosoph, Historiker, gerade unlängst mit dem Ehrendoktorat der Universität Klagenfurt ausgezeichnet, auch noch über den Unterricht tätig, über Lehrauftrag an der Angewandten in Wien. Zahlreiche Publikationen, ich denke immer noch gern an Szenen, als ich das letzte Buch Lachen und Sterben von ihm gelesen habe und ich musste manchmal schallend auflachen, trotz der Nähe zu vielen Stellen des Todes in diesem Buch. Das heutige Thema Medienfreiheit liegt in Händen meines besonderen Gastes, den ich einmal jetzt ganz, ganz herzlich auch hier begrüße. Ja, ich habe mir dieses Thema ausgesucht, Medienfreiheit, weil ich auf eine Tradition aufmerksam machen möchte, die de facto in der öffentlichen Diskussion über Medien keine Rolle spielt. Es ist die Tradition des Hasses auf die Presse. Also wenn man etwa Canettis kurze Wendung, in der Zeitung steht alles, man muss sie nur mit genügend Hass lesen, dann ist das ein Aphorismus, der eben in dieser Tradition steht. Das ist eine österreichische Tradition, die, das braucht man nicht zu sagen, ursprünglich wollte ich eine Stelle oder einige Stellen, die ich über Karl Kraus geschrieben habe. Das ist eine Tradition, die mit Karl Kraus zusammenhängt. Denn Kraus war nicht nur der Autor der letzten Tage der Menschheit. Das hat man ihm übrigens auch vorgehalten, ne? Die letzten Tage der Menschheit schreiben und sie überleben, das ist schon ein Kunststück. Ne? Das ist aber ein Missverständnis, denn mit den letzten Tagen ist eigentlich gemeint ein nicht zuletzt durch die Presse hervorgebrachtes Ende von Menschlichkeit, ähnlich wie man das bei Josef Roth findet. Nicht? Bei Josef Roth kann man lesen, da war noch eine Zeit, wo, wenn jemand gestorben ist, jemand gefehlt hat. Und die letzten Tage der Menschheit zeigen eben den Massentod. Und wenn man das richtig inszeniert, also anders als das im Salzburg Stadttheatermäßig war, muss man sehen, das sind die Maschinen, also die berühmten Panzer, das Maschinelle, das Eiserne, das Gesprengte, dass es eine bestimmte Art von Humanismus gibt, von Humanität gibt, die an ihr Ende gelangt ist, mit zweierlei Dingen. Einerseits mit dem Krieg, mit den Waffen und andererseits mit der Presse. Die Presse hat die Sprache so runiert, dass es eigentlich nur mehr eine technische, von Phrasen begleitete Art von Verständigung gibt. Ich sage gleich, das ist ein Konzept, das man diskutieren kann, aber man muss es nicht in der gleichen Art glauben. Ich zitiere dagegen Brecht, der gesagt hat,
Also, wir brauchen nicht keine Zeitungen, sondern andere Zeitungen. Also der Dialektiker greift da ein und rezensiert sozusagen den Fundamentalisten, nicht? Wie das sich so gehört. Und ich wollte eigentlich eine kleine Paraphrase mit Zitaten aus Karl Kraus finden, der schon eine Systematik dieser Ablehnung des Journalismus gefunden hat. Das mache ich aber, glaube ich, wir werden sehen, dann nur in einem einzigen Fall. Sonst werde ich versuchen, diese Art der Medienfreiheit zu problematisieren, ganz einfach. Nicht? Und ich werde mir erlauben, in Anekdoten zu argumentieren. Nicht? Die erste Anekdote ist Selbsterfahrung. Nicht? Ich habe auch versucht, im Journalismus einen Platz zu finden. Das ist von allem Anfang an absolut nicht gegangen. Was mich nicht gestört hat, das hat wahrscheinlich meine Seelenruhe gerettet, meine finanziellen Möglichkeiten aber nahezu auf null gesenkt. Und ich erinnere mich, ich bin in ganz merkwürdiger Situation ins Profil gekommen. Und im Profil gab es einen Oberchef. Das war ein gewisser Herr Lingens, der damals eine sehr extreme Rolle gespielt hat. Und als ich eine Rolle im Staat gespielt hatte, und das war typisch für diese Art von Journalismus, dass sie eigentlich Politikersatz ist. Das waren Leute, die man nicht gewählt hat, die aber durch ihre Zeitungsartikel und durch ihre Beeinflussmöglichkeit oder Einflussmöglichkeit hatten die Chance, als Politikersatz zu fungieren und dieses zu lenken und jenes zu lenken, wurde dem Kollegen Chefredakteur dann ja tatsächlich zum Verhängnis, denn der hat, sagen wir mal, versucht, seinen Einfluss gegen das Strafgesetz in einem Fall zu mobilisieren. Aber das soll uns nichts angehen. Jedenfalls, als ich da die Redaktion betrat, das war schon ein gewisses Heiligtum. Ne? Da saßen die Aufklärungsjournalisten und ließen sich da um den Kopierapparat bewachen, damit keiner sieht, was sie da kopieren. Da haben sie irgendwelche Akte aus der... Und ich habe es immer mit gegen den Enthüllungsjournalismus, das ist natürlich entsetzlicher Hochmut, gehalten, dass man eigentlich nichts zu enthüllen hat, weil eh alles offen da liegt. Nicht? Und die haben da und so weiter. Und wenn man da reinging, hat man das irgendwo nicht, was ist da eigentlich los, da, wenn man zum Chefredakteur muss? Da sind unter dem Teppich die Redakteure gekrochen, um dann ein bisschen hervorzuschauen aus dem Teppich, wenn sie vor dem großen Chefredakteur saßen. Und ich habe mich von Anfang an mit ihm nicht verstanden, was teilweise komische Seiten hatte. Aber leider hat das alles nichts mit meiner Wichtigkeit zu tun, sondern es hatte mit ganz anderen Dingen zu tun, sage ich dann gleich. Der hat dann zum Beispiel gesagt, also was Sie da schreiben, ich verstehe es nicht, aber wenn ich es meiner Sekretärin gebe und die versteht es, dann druck ich es Ihnen ab. Also eine doppelte Demütigung, nämlich die Sekretärin wird gedemütigt, ich werde gedemütigt und er... Und ich hat ein bisschen versucht, mit Zuckerbrot und Peitsche zu arbeiten, Lingens, aber wir hatten eine schwere Auseinandersetzung schließlich. Weil Beruf hin und her und diese 5000 Schilling für einen Artikel, deswegen tue ich immer diese Mühen nicht an, da war ich immer zu faul.
sondern man macht da einen Kampf und dann ist es Schluss. Nicht? Und er hat dann von mir zu hören bekommen, dass diese kapitalistische Gesellschaft schon sehr schlau ist. Weil das war doch ein schwerer Fehler früher in Biedermeier und sonst, wo der Zensor außerhalb der Redaktion war. Dadurch, dass er in der Redaktion sitzt, nämlich der Herr Lingens, ist das sehr schlau gemacht, weil da sitzt der Zensor von Texten, sitzt in der Redaktion selber drin. Das hat ihm wenig gefallen und es ist auch ein bisschen ein problematisches Argument, denn wir haben eine Eigentumsgesellschaft und die Leute sind ja im Grunde genommen freie Meinung, nicht? Eigentumsvertreter, das sind sie auch. Und ein Chefredakteur ist ein Eigentumsvertreter. Und die Streitereien, die ich mit ihm hatte, hatte ich einfach deshalb, weil er mit Sigrid Löffler ständig im Krieg war. Und ich bin von der Löffler eingeführt worden, damit ich mit ihm den Krieg habe, den sie sich ein bisschen erspart, wenn ich dort herumsitze. Na, das ist eine simple Intrige, die großartig funktioniert hat. Aber interessant war seine Antwort, die er mir geschrieben hat. Er hat sich die Mühe gemacht, mir da einen riesen Text zu schreiben. Ich meine, umsonst macht er das, weil er da irgendwie angesprochen wurde. Sonst machen die gar nichts umsonst, sondern bis in die Werbung hinein sind sie irgendwie tätig. Und man erwischt diese Leute dann. Plötzlich wird ein objektiver Journalist jetzt gerade passiert. Der Herr Fotzi, in Ordnung, Bursche, das ist ganz okay und so weiter. Plötzlich ist der objektive Journalist, kommt heraus, er ist Politikberater bei der EU für einen ÖVP-Funktionär. Nicht? Also da gibt es, man darf das aber auf keinen Fall zu irgendeiner Verschwörungstheorie aufbauen. Das sind die Tatsachen und die kann man festhalten. Und was schrieb er interessanterweise? Er schrieb mir, was wollen Sie von Zensur reden? Sie haben eine freie Meinung, Sie können jederzeit, wenn Sie den richtigen Apparat haben, den gibt es ja leicht, mit einer Kurbel Ihre Texte abdrucken, das hat aber ernst gemeint, Ihre Texte abdrucken und verteilen. Also existiert Meinungsfreiheit und da hat er recht. Ich kann tatsächlich meine Texte abdrucken, so viel ich will. Nur ist das eine formale Freiheit und es gehört zur Misere der Menschen dazu, dass formale Freiheiten ohne Macht auch die formale Freiheit destruieren. Also Sie haben im Grunde genommen von einer freien Meinung nichts, wenn Sie nicht die entsprechende Macht haben. Man könnte das alles untersuchen, bis ins Gegenteil, wo die größten Dummheiten, die man sich vorstellen kann, ich erinnere an die Springerpresse und so weiter, vortragbar sind, populär zu machen sind, wenn man die Macht hat, eben eine gewisse Medienmacht. Mit der Freiheit ist das so ein Ding. Nicht? Wir sind alle für die Freiheit, vor allem für die eigene. Das Problem ist natürlich, wenn andere auch Freiheit beanspruchen, gibt es komplexe Verschränkungen und es wird schwierig, miteinander auszukommen. Freiheit, weil ich Brecht schon mal zitiert habe, zitiere ich ihn jetzt gegen meinen Willen, aber Brecht hat ein Gedicht geschrieben, das heißt Freedom and Democracy. Und das macht genau das und zeigt genau das vor, worauf ich hinaus will. Freiheit ist eine Art von Fetisch. Nicht?
Wir könnten jetzt philosophieren, worin Freiheit besteht. Das tun wir aber nicht, sondern ich lehne den Begriff Freiheit für Medien insofern ab, als ich lieber von relativer Unabhängigkeit spreche. Relative Unabhängigkeit ist im Mediengewerbe möglich, aber der Fetisch Freiheit kann sich da gar nicht realisieren. Allein schon, weil die Selektion der Redakteure von einer Perspektive herausgemacht ist, die, und das sieht man leider beim ORF zum Beispiel, von einer Perspektive herausgemacht ist, die nicht unabhängig ist. Wir haben übrigens zwei interessante Perspektiven in Bezug auf diese sogenannte Medienfreiheit. Wir haben einerseits den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist von der Idee her ganz wunderbar. Das Problem ist nur, dass die Parteien einen Einfluss nehmen, aber leider auch nehmen müssen. Wenn nämlich der Rundfunk allen Menschen gehören soll und für alle Menschen da ist, dann sind alle Menschen, da gibt es so einen schönen Spruch mit alle draußen, da sind aber alle Menschen gezwungen, man kann es nicht organisieren, das wäre überkomplex, ihre rechtlichen Vertreter in die Verwaltung dessen, was uns allen gehört, vorzulassen. Also die Parteien können, man kann nicht verzichten auf die Parteien. Es fragt sich also nur, wie weit die Parteien selber Lust haben und die Möglichkeit haben, von ihrer Freiheit was abzugeben. Nicht? Und die Unabhängigen wirklich unabhängig zu lassen. Wir haben diesen fatalen Fall da in Niederösterreich. Niederösterreich ist ein spezifisches Gebiet der Alleinherrschaft, bei der man sagen muss, die wissen es gar nicht. Also die sind so selbstverständlich der Meinung, dass ihre Expertise sowieso die richtige ist. Und der Kollege, der da der Chefredakteur in Niederösterreich war, der sieht nichts daran, wenn er sagt, also da müssen wir noch die Frau Landeshauptfrau hineinschneiden. Er hat kein Gefühl dafür. Hätte er das, wäre er ein Gauner. Aber ich kann garantieren, Gauner sind das nicht, sondern die sind in der Lage, mit der Unschuld, zu der sie dominiert worden sind und domptiert worden sind. Mit der Unschuld machen sie das, was von ihnen erwartet wird. Nicht? Da ergibt sich auch keine relative Unabhängigkeit, sondern die Abhängigkeiten werden herausgefordert und führen zu einer Verbesserung der Lage des jeweiligen Redakteurs. Nicht? Und das passiert alles unter dem Alltagsmythos und Pathos Meinungsfreiheit. Wir haben eine Meinungsfreiheit. Gut, und diese Meinungsfreiheit ist auf diese zwei Arten, jetzt bin ich etwas vereinfachend, aber das ist man ja überhaupt, nicht? Reduktion der Komplexität, sagen die Soziologen, die sagen gern solche Dinge. Also da gibt es diese Art von parteipolitisch verankerten öffentlich-rechtlichen System. Und es gibt den Mateschitz. Nicht? Der Mateschitz ist das Gegenbeispiel. Nicht? Wenn da, was ja tatsächlich passiert ist, und ich habe das mit großem Vergnügen gesehen, Nachwirkungen dieses Vorkommnisses, wenn da die Redakteure sagen, so jetzt müssen wir haben so eine Gruppe, wir sind ja viele und so weiter, jetzt müssen wir eine Gewerkschaft bilden.
Da kommt dann der Mateschitz und sagt, ja, das könnt ihr, aber ich mache die Bude zu. Nicht? Dann könnt ihr Gewerkschaft bilden, aber ihr habt keinen Arbeitsplatz mehr. Ne? Und als ich sagte, was mich da amüsiert hat, ist, dass Leute, die das miterlebt haben oder Leute, die Freunde des Mateschitz sind, ne, das muss ein schönes Gefühl sein, diese Blechdosen sammeln zu können, also Freunde des Mateschitz, die haben triumphierend gesagt, die waren ganz voller Triumph, dass die Redakteure sofort gesagt haben, nö, also das, und das war der, ich weiß nicht, das war der und so weiter. Also Freiheit gibt es nur im Rahmen der Möglichkeiten, seine seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Nicht? Das war immer schon der Hohn, den freiere Menschen dem Journalismus gegenüber ausgespielt haben. Nicht? Dass man, es gibt das, die berühmte Wendung, nicht? Der Dichter oder der Literat, der lebt für das Schreiben und der Journalist lebt vom Schreiben. Nicht? Das ist eine alte Formel. Nicht? Ich erinnere an eine an und für sich ziemlich traurige Geschichte. Elias Canetti war, den ich vorhin zitiert habe, in dieser Tradition so eine Art Geistesaristokrat. Und die Hilde Spiel hat in einem ihrer Tagebücher beschrieben, beleidigt, nicht? Geschrieben, dass ihr Gatte, von der ein berühmter Herausgeber, Thomas Mann Tagebücher, glaube ich, war einer, der die ersten Bände hat er herausgegeben, dieser Mann. Und mit dem hat Canetti gestritten, dass es kein Geld für Schreiben geben darf. Also Schreiben und Geld verträgt sich nicht. Das ist eine geistesaristokratische Haltung, nicht, die in gewisser Weise auch überholt ist und auch von Karl Kraus inspiriert ist. Nicht? Die Frage, wovon hat der Karl Kraus gelebt? Nicht? Wie alle anständigen Menschen vom Erbe. Nicht? Er hatte Geld, nicht? Das ist auch kulturgeschichtlich sehr interessant, weil diese Erbschaften es dieser ganzen Wiener Moderne zum Teil ermöglicht haben, von den Ländereien in die Stadt zu gehen, weil Geld ist bekanntlich nicht ortsgebunden. Und das Geld kannst du überall ausgeben, aber Landwirtschaft kannst du nur am Boden machen, nicht? Und die Wiener Moderne ist eben inspiriert von der Möglichkeit, die Gelder zu übernehmen. Also meine Lingensgeschichte ist ernüchternd, aber so spielt es sich in Wahrheit, hätte ich fast gesagt, aber so spielt es sich ab. Nicht? Ich bin übrigens kein Journalistenhasser, im Gegenteil. Ich erinnere mich an Debatten, wo, wenn Literatur ein gewisser Sektor ist, wo Reich Ranicki zu Recht gesagt hat, was wollt ihr Germanisten von uns? Wir sind ja die, die sofort reagieren. Also wir sind schnell. Und wenn das Buch erscheint, haben wir es schon, ohne gelesen zu haben, in Klammer, rezensiert. Nicht? Diese Geschwindigkeit ist eine Art von geistiger Leistung, kann man sagen. Nicht? Also diese Schnelligkeit ist unübersehbar, auch die Schnelligkeit in der Nachrichteninformation und so weiter.
Aber wenn man aufmerksam liest, merkt man, also ich liebe zum Beispiel die Chefredakteurin des Kurier, die schreibt Glossen, die gehen immer alle so. Also, die Leute glauben, man muss ihnen Geld geben, ohne dass sie irgendwas arbeiten. Das Anspruchsniveau der Leute ist furchtbar. Die wollen überhaupt nichts tun und dafür wollen sie bezahlt werden. Na gut, wenn man eine Zeitung der Wirtschaftskammer betreibt, ist das wohl eine vernünftige Position. Wobei wiederum keine Verschwörung vorliegt, sondern das denken die. Aber es gibt andere Probleme. Und eines, ich möchte an zwei Problemen erinnern, denen ich sagte ja, ich argumentiere mit Anekdoten. Das eine war, ich war Soldat. Vorhin hat mich jemand darauf angesprochen. Gut, also ich war Soldat und hatte das Glück, diesen Beruf wirklich von der Pike auf lernen zu dürfen, denn ich war in den 60er Jahren im Hochgebirge, im Zillertal, ganz oben, und habe uns Österreicher gegen die Bumser verteidigt. Die Bumser waren Südtiroler Kämpfer, die Südtirol nicht bei Italien lassen wollten, sondern Südtirol muss in die Heimat zurück, und da haben sie irgendwelche Dinge in die Luft gesprengt. Und das österreichische Bundesheer musste im Hochgebirge darauf achten, ob nicht so ein Bumser um die Ecke kommt. Nicht? Und da müssen Sie sich vorstellen, das war ein harter Job. Wir waren situiert unterm Gletscher, so vielleicht 200 Meter unterm Gletscher, in einem V-Tal. Wobei das größte Vergnügen ist, wenn die Hubschrauber ins Vordal hineinfahren, dann wandelt es sie. Das ist dann wirklich so wie in Vietnam. Da geht es. Und das ist ein harter Job gewesen. Und es gibt auch nicht wirklich was zu essen und so. Der Esel, buchstäblich, der Esel kommt raus und bringt diesen 15 Mann die Streichwurst. Das ist auf die Dauer, sagen wir, nicht abendfüllend. Und gewohnt hat man, weil wir alle schlau sind, in einer ehemaligen Hütte, die durch einen Steinschlag in der Mitte geteilt war. Nicht? Schlau heißt, wir wissen aus dem Ersten Weltkrieg, eine Granate schlägt nur einmal in einer bestimmten Stelle ein und nicht zweimal. Also waren wir durch den Steinschlag gesichert, dass kein Steinschlag kommt. Und da habe ich plötzlich in der Zeitung gelesen, was ich da oben mache. Und da war aber alles falsch. Nicht? Alles falsch erinnert mich an ein anderes journalistisches Erlebnis, an den berühmten Hasi Ostenhof, ein wunderbarer Journalist, zu dessen 50. Geburtstag wir eine Rede gehalten haben, dass alle seine Prophezeiungen, die er getroffen hat, falsch waren. Es ist alles ganz anders gekommen, als er es hingeschrieben hat. Ne? Und Ostenhof war vor allem ein optimistischer Mann. Nicht? Ich habe ihn einmal parodiert, weil er ein Lokal hatte dann, parodiert mit einer Fake-Geschichte, nämlich vor dem Lokal von Hasi Ostenhof haben schwarze Männer einander mit Messern traktiert und zu Tode geprügelt. Und der Hase hat dann geschrieben, na Gott sei Dank, dass das passiert wird, Wien ist endlich eine Großstadt geworden. Also der hatte so positive Fantasien bei allen gegenüber, das hat einen Grund, die Aufklärung ist immer heiter. Und er wollte aufklären, er hatte aber nur ein Talent.
Er konnte Texte über 6000 Zeichen nicht schreiben. Er ist dann im Profil als Außenpolitiker gelandet, aber er konnte nur 6000 Zeichen schreiben, vielleicht 6200, aber mehr konnte er nicht zusammenbringen. Und wir hatten damals eine Zeitschrift gegründet, das sogenannte Extrablatt. Ich wünsche mir so sehr, dass die Publizisten über das Extrablatt schreiben, dass sie das studieren, weil das war ein Meisterwerk an Zeitung. Die erste Nummer hat 1 Million Schilling gekostet, Schilling noch, und das Gesamtkapital der Zeitung, die einen Stern sein wollte, ein österreichischer Stern sein wollte, war 400.000. Also wir haben schon mit der ersten Nummer 600.000 Minus gemacht und so ging das weiter, das geht dann nach arithmetischen Reihen. Also, und trotzdem war das eine Zeitung, wo berühmte Leute entstanden sind. Die Toni Spira zum Beispiel hat dort gelernt und der Herr Pilz natürlich, ne, hat seine bösartige Heuchelei im Journalismus gelernt und viele andere haben dort gelernt. Allerdings auch der Ransmeier, muss man sagen, hat dort auch gelernt. Nicht? Und die Hasi-Geschichte geht so. Der Chefredakteur hat gesagt, so, du schreibst jetzt über die CA einen großen Text, eine Titelgeschichte. Hat er gemacht, aber er hat sie natürlich nicht zusammengebracht. Weil mit 6000 Zeichen gibt es keine Titelgeschichte. Nicht? Und dann ist er gekommen mit den ganzen Papieren, die er da verfasst hat, hat sie vom Chefredakteur Irnberger fallen lassen, die Papiere, und hat gesagt, ich kann das nicht. Und daraufhin hat der Chefredakteur in 10 Minuten die ganze CA-Geschichte geschrieben, und da war alles falsch. Alle die Namen waren falsch, die Namen. Falsch. Nicht? Ich selber muss sagen, ja, also sagen wir noch einmal diese Geschichte da oben im Zillertal und ich lese das, ich schwöre, da war nichts, was da drin gestanden ist in dem Artikel, im Kurier war das, da war nichts, was gestimmt hat. Es war, und zwar keine Geheimnisse, die da zu verraten gewesen wären. Es war einfach anders. Und da sage ich, bitte keine Verschwörungstheorien. Der hat deswegen so geschrieben, warum? Weil der Journalismus die Form voraussetzt. Du hast diese Artikelform, die Glossenform oder die Berichtform und du bist formal so gebunden, dass du eigentlich gar nicht ausführlich werden kannst, um einen Sachverhalt in seiner Tatsächlichkeit zu schildern. Damit ich nicht nur diesen Jammer berichte, ich habe da noch einen zweiten Jammer zu berichten, der die oberösterreichischen Nachrichten betrifft, diese formale Verengung nicht ermöglicht es gar nicht, da rauszukommen. Daher gibt es so etwas wie die Seite 3 der Süddeutschen Zeitung. Die Seite 3 der Süddeutschen Zeitung ist eine klassische positive Erscheinung im Rahmen des Journalismus, und zwar, weil die Seite 3 selten diese Trennung mitmacht, auf die alle so stolz sind, nämlich die Trennung von Meinung und Objektivität. Jeder weiß das und jeder sagt es auch, es gibt keine Objektivität, die nicht subjektiv gefiltert wird. Und man geht damit so um, dass man die eigenen Voraussetzungen in die Darstellung der Tatsachen einarbeitet. Und man geht nicht so um, dass man sozusagen berichtmäßig objektiv schreibt
und daneben seine unbedeutenden Meinungen äußert, nicht? Was eine sehr gefährliche Sache ist, weil Menschen müssen, und das trifft den ganzen Journalismus, mit den Phänomenen, wie die Phrase lautet, Auge in Auge sein. Du kannst nicht, sozusagen, das ist ja auch mein Problem, sagen wir so, ich bin im 15. Bezirk geboren, ich habe Fußball gespielt im Gitter, im Märzpark, und jetzt soll ich plötzlich Auskunft geben können, nach viel Leben, das abgebraucht ist, soll ich Auskunft geben können über die Ukraine, über den Ballon, über Amerika, über Donald Trump, also das kann nicht gehen. Nicht? Da ist eine Unangemessenheit der Perspektiven. Deshalb hat der Journalismus ja auch die ganzen Korrespondenten hervorgebracht, nicht? Die wirklich an Ort und Stelle sind und subjektiv eine Ahnung haben, wovon sie reden müssen. Das gilt aber nicht für den gesamten Teil des Journalismus. Die meisten sind weit hinter ich bin einer der Menschen, die die Gründung des Falter miterlebt haben. Also ich bin kein Mitgründer, aber ich bin ganz eng an dem Falter früher gewesen. Und da gab es einen Pop-Journalisten, der hatte, glaube ich, eine Zeitschrift, die hieß Tempo und so weiter. Und die haben sich schwer getan, den Spott der Falter-Redakteure über diesen Pop auszuhalten. Nicht? Der hieß übrigens Pop oder Hop, der das gemacht hat, habe ich es vergessen. Und der hat sich da geregt, indem er schrieb, der Falter, das ist halt die Zeitschrift, die die Radfahrdemonstrationen im dritten Bezirk beschreibt. Und da hat er aber recht gehabt. Nur wir waren stolz drauf, dass wir die Einzigen waren, die die Radfahrer, weil das war unsere Perspektive. Nicht? Wir waren die Radfahrer, wir haben demonstriert und haben sie geschrieben. Nicht? Dass man uns für provinziell hält, ist okay. Ich sage es gleich über die oberösterreichischen Nachrichten. Das Beste an ihnen sind diese ländlichen Exemplare, also Mühlviertel und Innviertel, das ist wunderbar. Das galt auch für die Salzkammergut-Zeitschriften. Ich las in den Salzkammergut-Zeitschriften etwas, wo ich mir gedacht habe, das darf nicht wahr sein. Da hat ein Kriminalbeamter geschrieben in den Salzkammergut-Nachrichten, gibt es halt nicht mehr die Zeitung, Salzkammer hat geschrieben, dass er den Eichmann, den berühmten Nazi Eichmann, dass er es geschafft hat, es so hinzukriegen, dass der kein Österreicher ist, sondern ein Deutscher. Der Kriminalbeamte hat geschrieben, wir haben das so gemacht, dass die Österreicher mit dem nichts zu tun haben, weil der war ja schon zu einer bestimmten Zeit Mitglied der NSDAP. Und das hätte als Österreicher gar nicht dürfen, also war er Deutscher. Wunderbar. Oder in den Innviertler Beilagen, wo dann in unglaublicher Art und Weise steht, naja, der war Lehrer, also ein generell anerkannter Mann, wunderbarer Mann, anerkannt, nur seine Frau hat ihm halt nicht gefallen. Nicht? Dafür hat er aber einen Enkel, und zum Enkel hat er gesagt, du sag mit deiner Großmutter, das geht nicht mehr so weiter, also es ist besser, du bringst sie um. Nicht? Der hat sie halt umgebracht, nicht? So, also das ist in Augenhöhe geschrieben, da wissen die Leute, was sie wollen. Es ist zwar furchtbar provinziell, aber journalistisch gesehen einwandfrei. Besser kann man es nicht machen.
Ich erzähle aber eine typische Geschichte aus den Oberösterreichischen Nachrichten, weil sie eine journalistische, na sagen wir mal, Praxis darstellen, wo du im ersten Seminar auf der Publizistik lernst, das geht aber gar nicht. Nicht? Also all die Sachen, die nicht gehen, die gehen alle. Nicht? Aber gut, das ist eine Richtung, wo man viel sagen könnte. Nicht? Aber ich lese in den Oberösterreichischen Nachrichten, ich habe jetzt schon zugegeben, das ist meine Lieblingszeitung, lese ich in den Oberösterreichischen Nachrichten, ja, bei den Salz kann man gut festspielen, da habe ich mitgearbeitet, bei den Salz kann man gut festspielen, da hat mir, schreibt der Redakteur, jemand gesagt, dass Harald Schmidt da war und es war kein Mensch im Theater, der dazugehört hat. Na, da muss man wissen, da war ein großer Wechsel, bei den Salz kann man gut festspielen, da hat sich die dortige Bourgeoisie revanchiert an den anderen Leuten, die da auch mitgearbeitet haben. Sie sind gut gelungen. Aber was nicht geht, ist, ich kann nicht schreiben, da hat mir jemand gesagt, das. Nicht? Da läuft die alte Phrase Check and Double Check. Und das ist natürlich deswegen gewesen, weil der vom neuen Wind mitgetragen wurde und der hat geglaubt, was ihm der gesagt hat. Und in Wahrheit war bei Harald Schmidt die Bude voll. Nicht? Also es ist echt Fake News gewesen. Ne? Übrigens so nebenbei, einer der Sachen, wo die Freiheit des Journalismus ziemlich elend ausschaut, das sind die Dummheiten. Nicht? Es gibt unglaubliche Dummheiten. Da gibt es bildungsmäßige Dummheiten. Ich werde mein Leben nicht vergessen, weil das haben Sie irgendwie gemerkt, ich bin irgendwie Krausianer oder so, irgendwie diese Karl Kraus ist für mich wichtig. Aber da las ich, und das war vor 1000 Jahren, in einer Theaterkritik des Herrn Kurt Kahl, den Namen habe ich nicht vergessen, in einer Theaterkritik des Herrn Kurt Kahl las ich, Karl Kraus liebte die Wiener Operette und verachtete die französische. Also jeder weiß, dass Kraus die französische Operette Offenbach über alles geschätzt hat und die Verlogenheit der Wiener Operette stets radikal kritisiert hat. Das ist eine Bildungsdummheit, nicht? Das, interessant ist aber, dass der Journalist nicht bereit war, sowas nicht zu schreiben. Ne? Der hätte ja sagen können, keine Ahnung, was der will. Ne? Brauche ich mich nicht auslassen. Aber er hat sich ausgelassen und hat das gesagt. Ne? Ja, also die... Ja... Eine andere Dummheit, die mir sehr gut gefällt, weil manche Dummheiten haben ja die Höhe des Aphorismus. Eine andere Dummheit lautet, Gott sei Dank, heuer ist bei der Frankfurter Buchmesse, gab es bei der Frankfurter Buchmesse keine größeren Auflagen. Also so blöd kann man gar nicht sein, um nicht zu merken, dass eine Buchmesse ohne Auflagen. Der hat gemeint, man versteht automatisch Auflagen im Sinne von Hemmungen des Geschäftsbetriebes. Aber bei einer Buchmesse werden Auflagen gemacht. Eine Buchmesse ohne größere Auflagen ist eine Katastrophe. Nicht? Und es gäbe viele solche Sachen. Und ich überlege mir jetzt ganz kurz, womit ich aufhören möchte. Du liest jetzt aus einem eigenen Buch. Nein, das ist der Habermas. Mhm.
Also ich meine, wer sich für diese Dinge wirklich interessiert und mit einem anekdotischen Argument nicht zufrieden ist, muss unbedingt zwei Bücher studieren. Das eine ist Strukturwandel der Öffentlichkeit von Jürgen Habermas. Es ist rührend, dass der Gelehrte gesagt hat, das war das Buch, nachdem er tausend andere geschrieben hat, mit dem ich am meisten Erfolg hatte. Ne? Strukturwandel der Öffentlichkeit von Jürgen Habermas und hier ein Zusatzbuch, ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit. Ne? Also nehmen wir mal das Beispiel her von dem Mateschitz. Das zeigt nämlich ein wirkliches Problem auf, ein unlösbares Problem, finde ich, so wie die Gesellschaft geordnet ist. Das Problem besteht darin, ja, Öffentlichkeit ist ein geistiger Wert und der gehört niemandem, außer denen, die an der Öffentlichkeit partizipieren. Also Öffentlichkeit ist ein sozusagen gesellschaftlicher Prozess, der durch die Teilnehmer gewährleistet ist. Denen gehört das nicht. Wie gesagt, leben wir aber in einer Eigentumsgesellschaft. Wenn du nicht die Macht hast, die Apparate der Öffentlichkeit und die Institutionen der Öffentlichkeit zu lenken, dann kannst du tun, was du willst, es wird dir nichts nützen, die tragen dir das ab, wie es ihnen nur einfällt. Aber im idealen Sinn gehört Öffentlichkeit, also das, was wir hier zum Beispiel haben, oder was in Wien die Kaffeehäuser sind, früher mal waren, muss man hinzufügen, das sind Formen von Öffentlichkeit, deren geistiger Gehalt niemandem gehört, außer denen, die daran partizipieren wollen. Daher kann da niemand kommen und sagen, das sperren wir jetzt zu. Das geschieht aber ununterbrochen, nicht? Also gerade der Mateschitz hat einige Sachen zugesperrt, weil sich das nicht rechnet oder aus anderen Gründen. Und die Utopie der Medien ist ja nicht Freiheit, das wäre doch lächerlich, das anzunehmen, sondern die Utopie der Medien ist Öffentlichkeit, nicht? Sie herzustellen, nicht? Das ist eigentlich die Utopie. Und ich will noch ein Wort über Öffentlichkeit sagen. Es gibt dieses Konzept des Philosophen Kant, nicht? Der ja wahrscheinlich für die deutsche Sprache die meisten Spuren gelegt hat, auf denen wir immer noch herumgleisen und gleiten. Und der hat sozusagen folgende Vorstellung, dass man auf der einen Seite hat der Mensch den Geist, also die Möglichkeit zu denken. Nicht? Ich habe das vorhin gesagt, ich habe Fußball gespielt im Gitter des Märzparkes. Wie komme ich dazu, über den Vietnamkrieg zu resonieren? Ja, das ist deshalb, weil ich denken kann, nicht? Und im Denken bin ich in der Lage, diese Herkunft einigermaßen zu distanzieren. Und wenn ich brav studiert habe, bin ich auch in der Lage zu verstehen, was da los ist und kann es auch bedenken. Also Öffentlichkeit ist die empirische Sache dieses menschlichen Denkvermögens.
Also das ist so ähnlich wie Kirche. Nicht? Die Vorstellung von der Kirche, die die avancierten Theologen haben, ist, dass es den Herrgott gibt, wir beten zu ihm, aber in der Kirche bilden wir eine Gemeinsamkeit leiblich. So sind wir und so stehen wir da als empirische Sekte, Sekte ist gut, als empirische Subjekte stehen wir da. Und genauso ist es mit der Öffentlichkeit. Nicht? Wir haben ein Denkvermögen und die Organisation von Öffentlichkeit ist die Organisation von empirischen Subjekten, die sich darüber verständigen, was ihre Angelegenheiten sind. Na, Parlament ist ein klassisches Beispiel für die Herstellung von Öffentlichkeit. Alles, was Öffentlichkeit herstellt, kann es zugleich natürlich verschleiern. Nicht? Ich will noch ganz kurz und dann hören wir auf. Ich will noch ganz kurz eines sagen. Bei Karl Kraus findet sich so eine Nebenbemerkung, die typisch ist für seine Einschätzung des Verhältnisses von Literatur und Journalismus. Da heißt es, die Menschen brauchen keine Dichter mehr, weil der Journalist schon einer ist. Und das beschreibt genial und ganz kurz diese berühmte Relotius-Geschichte. Das war ein Spiegelredakteur, der sehr geschätzt wurde und geliebt wurde von dem. Er muss unglaublich ein charmanter Mensch gewesen sein. Der aber alles, was er geschrieben hat, und Sie sehen, das ist der Inhalt meines kleinen Vortrages, erfunden hat. Alles hat nicht gestimmt. Alles war falsch. Und was passierte dann? Naja, das, was uns den Journalisten erträglich macht, ist passiert, nämlich die Konkurrenz. Nicht? Er hat einen Konkurrenten in der Redaktion gehabt, der hat sich gedacht, das kann nicht stimmen. Das ist falsch. Da fahr ich hin, das schaue ich mir an. Und hat ihm dann systematisch nachgewiesen, obwohl die Redaktion beleidigt war und ihn fast ins Nichts distanziert hätte. Der lange Rede, kurzer Sinn, die Freiheit im Journalismus liegt in den Einzelnen, die sich das sozusagen nicht gefallen lassen, nicht? Sondern die als Einzelne, na, das kann man geradezu existenzialistisch sehen, aus diesen oder aus jenen Gründen, sagen wir ironisch, nachrecherchieren. Aber das eigentliche Problem, das hat bei der Relotius-Affäre niemand gesehen, aber wirklich niemand gesehen, das eigentliche Problem ist, dass ja auch die Tatsachenberichte, die dann tatsächlich sich ereignet haben, wo du recherchieren kannst, so viel du willst, die sind auch Dichtungen. Die sind Fiktionen, weil sie als solche Fiktionen konsumiert werden. Und man amüsiert sich und ist in jener Dauererregung, die der deutschsprachige Journalismus bis heute erzeugt. Die Hysterie, die Sterile aufgeregt hat, wie das Max Weber seinerzeit genannt hat, diese sterile Aufgeregtheit, mit der der Journalismus agiert, bei gleichzeitiger Montage der Einzelereignisse zu einem Gesamtbild, das absurd ist. Nicht? Du hast auf der einen Seite die Bomben in der Ukraine und das nächste Bild in Zeit im Bild ist der Karneval in Köln. In diesem Sinne. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte jetzt bei Karl Kraus bleiben. 1910er Jahre, 1920er Jahre,
dem es ja um ausgesprochene Inhaltlichkeit ging, aber auch um einen ausgewiesenen Umgang mit der Sprache. Wenn man das in die heutige Zeit hineinnimmt, in die unglaubliche Schnelllebigkeit, in die Gleichzeitigkeit vieler Mechanismen, in die völlige andere Art von, was Medium oder Medien überhaupt bedeuten. Was könnte man von Karl Kraus oder was wäre jetzt in deinem Sinne oder in deinem Wunsche, dass man sich nimmt von Karl Kraus? Naja, es gibt einen einfachen Grund, warum die Maschinen, also der Computer, so unglaublich gut funktionieren, nämlich Texte zu verfassen. Der Grund ist, dass lange bevor es den Computer gab, die Schreibtätigkeit der Presse gestanzte Formulatur war. Also die Erfindung der Phrase und die Selbstvertechnisierung des Schreibens ist so selbstverständlich geworden, dass der Computer das ohne weiteres nachmachen kann. Schreiben selber folgt dem Prinzipium Individuationis. Das heißt, du musst irgendwo diese Merkwürdigkeit, die mit Menschen zusammenhängt, ausdrücken. Diese Merkwürdigkeit, die darin besteht, dass zwar alle ausschauen wie Menschen, aber jeder es auf andere Weise ist. Und die Phrase ermöglicht es aber, diese Differenz total aufzuheben. Das kann man von Kraus lernen. Und es ist, was man von Kraus lernen kann, nicht nur diese sprachliche Phrase. Ich erinnere an einen Artikel in der Fackel, das war die Zeitschrift des Karl Kraus, wo Konrad von Hötzendorf im Jahre 1912 abbildet. Hötzendorf war ein Kriegshetzer, tut mir leid, der heißt so, und er war ein Kriegshetzer, der in den Ersten Weltkrieg geführt hat. Und da siehst du den Hötzendorf, wie er, fotografiert natürlich, wie er auf einer Landkarte die zu bekämpfenden und die einzunehmenden Gebiete zeigt. Die Landkarte ist identisch mit Hitler vor der großen Landkarte am Tisch und die Generäle stehen um ihn herum. Das heißt, wir haben ein bestimmtes gestanztes Weltbild durch die Tätigkeit der Presse und durch die Tätigkeit anderer Medien. Und worauf die Literatur so stolz ist, ob sie es kann oder nicht, weiß ich nicht, dass sie eine nicht abgenützte Sprache gegen diese Abnützungserscheinungen, die aber sehr gut handbar sind, aufwendet. Also das ist sozusagen eine Vorstellung, dass wir immer noch etwas haben, was dieser Geschichte der gestanzten Wirklichkeitserzeugung entgegengesetzt ist. Ob das stimmt oder nicht, kann ich nicht sagen, aber möglich wäre es schon. Es ist ja die Sprache. Naja, Ernst Jandl hat Gedichte geschrieben in heruntergekommener Sprache. Wunderbare Gedichte, nicht? Weil die Poesie nicht in der Emphase oder nicht im Höheren liegt, sondern auch in der heruntergekommenen Sprache. Und es gibt eine völlig andere Tradition als die von mir jetzt benützte. Also die vertritt zum Beispiel Walter Benjamin, der davon ausgeht, also Benjamin ist einer der bedeutendsten Philosophen
in ästhetischen Fragen geht immer davon aus, dass das, ich tue ihn jetzt ein bisschen vereinfacht interpretieren, dass das Heruntergekommene, also zum Beispiel der Film, wenn man daran denkt, was Musil oder andere von diesen großen Geistern über diese neue Kultur geschrieben haben, Filmkultur, dann haben die das geistesaristokratisch verachtet. Das ist alles Dreck, wo die Massen sich beschäftigen. Aber der komische Benjamin hat dann tatsächlich behauptet, es ist genau die runierte, die heruntergekommene Sprache, wo die Befreiung des Publikums von der Bevormundung durch Presse und Presseorganisationen befreit wird. Und im Grunde genommen hat er die Utopie des Internets beschrieben, nicht? Da ist die Erniedrigung der Sprache, nicht? Befreit insofern, als, und das war die Utopie der Zeit, als die Produzenten, als die Konsumenten Produzenten werden können. Nicht? Also du bist nicht abhängig von dem, was die Springerpresse dir vorschreibt, du kannst den Dreck selber ausschreiben. Und das ist eine Variante der Befreiung, nicht? Beliebt war als Beispiel in den 20er Jahren Charlie Chaplin, nicht? Weil da sind die Leute drin gesessen und sie sind nicht drin gesessen als sondern sie sind drin gesessen als Fachleute. Was der Vogel auf der Leinwand gemacht hat und wie er in Modern Times da als Mensch verschlungen wird von der Maschine, das kennen die. Das sind sie Fachleute. Aber wer kann schon manche Eigenschaften lesen? Nicht? Die Lektoren konnten ihn nicht lesen. Nicht? Da gibt es die berühmte Bardot-Geschichte, wo jemand an alle deutschen Verlage ein Kapitel des Mannes ohne Eigenschaften geschickt hat und nur ein einziger Verlag hat erkannt und gesagt, das will ich drucken. Das war allerdings ein Pornografieverlag. Rowohlt hat den Mann ohne Eigenschaften nicht erkannt. Also ich will darauf hinaus, dass eine große Abdankungsbewegung der Geltung von Literatur da ist. Nicht? Das kann man nicht leugnen. Nicht? Der Handke verbringt seine Tage darin, dass er Schwammerl suchen geht und das leugnen will, dass Literatur eigentlich weg vom Fenster ist. Und dank ihm kann man noch einiges durch das Fenster erblicken. Nicht? Aber das sind Verschiebungen da, die wir nicht kennen, wie das weitergeht, wenn die Kommunikation über die erniedrigte Sprache im Internet passiert. Nicht? Aber das ist eine Variante von Freiheit, nicht? Ich möchte jetzt, bevor ich dann in das Publikum gehe, ob hier Fragen sind, noch ein Schlagwort hier in die Runde werfen, Cancel Culture. Letztlich sehr viel diskutiert jetzt auch, kommend von dem heraus, aus dem guten Ansinnen über Political Correctness, sehr vorsichtig zu sein und genau zu sein, was Rassismen in der Sprache anbelangt, Diskriminierung, das sich aber dann so weit verselbstständigt, beziehungsweise auch umdreht, dass Akteure, denen man genau jetzt das zu Recht vorhält, dass sie rassistisch argumentieren, behaupten, sie sind Opfer von Diskriminierung. Und letztlich führt das zu einem Zustand oder einer Pattstellung, dass man das Gefühl hat, es ist schwierig, Dinge beim Namen zu nennen,
weil da könnte ja dann der Vorwurf kommen, dass man diskriminiert. Also das ist so eine Umdrehung auch und das ist momentan auch sehr diskutiert, kommt aus einem absolut richtigen Standpunkt heraus und verselbstständigt sich aber. Ja, ich sehe das so ähnlich. Ich würde aber hinzufügen, also diese Probleme kommen oder diese Erfindungen wie Cancel Culture kommen von der geradezu pathologisch narzisstisch gestörten Überschätzung der sogenannten eigenen Meinung. Also da müsste man eigentlich ein eigenes Seminar jetzt ansetzen. Die Meinung und die sogenannte Doxa, wie das im Griechischen heißt, ist eine ständige Variante, es mit der Wahrheit billiger zu geben, als die Wahrheit zu haben ist. Nicht? Und wenn jemand eine Meinung äußert, die gegen meine Meinung gerichtet ist, werde ich vernünftigerweise narrisch. Das ist das Leben. Und Denken ist aber leider eine Geschichte, die in einem Fluss ist, nicht in einer Festlegung dessen, was man sagen kann und was man nicht sagen kann. Dass dies nun einmal passiert, muss man zugeben, es gibt auch gute Gründe dafür. Einer der guten Gründe ist, du kannst manchen Idioten gar nicht zu so einem Prozess bringen, der sich in einen Gedankenfluss einlassen würde, sondern du musst es den Leuten einfach verbieten, weil sonst treiben sie es furchtbar. Aber man sieht, es hilft nichts. Der Herr Waldheisel sagt einfach Dinge, und das ist jetzt kein politischer Einwand von mir. Ich bin natürlich nicht von dieser Seite, aber das ist kein politischer Einwand, sondern es ist ein Einwand, ich habe vorher darüber geredet, ich war beim Ellmeyer in der Tanzschule, ein höflicher Mensch. Der kann sowas gar nicht sagen. Nicht, dass er sich das verbieten würde, sondern der hat das einfach nicht drauf. Du musst also in einer gewissen Art festgefahren sein, um durch deine Unhöflichkeit den Protest gegen diese Unhöflichkeit und Unmenschlichkeit, muss man auch sagen, zu erregen. Und dann gehst du hinauf, nicht? Und wirst beschrieben und sie diskutieren Tag und Nacht, nicht? Was du da gesagt hast. Und du hast praktisch dein Ziel erreicht. Damit will ich sagen, die Cancel Culture hebt sich selber auf. Wenn du denen verbietest zu reden, das darf man nicht sagen, freuen sie sich darüber, weil sie plötzlich, was ihre eigene Meinung betrifft, Anhänger der Meinungsfreiheit sind. Ein Künstler, dieses Double Speech, wie man das nennt, ist wirklich Kickel. Der kann das ungeheuer gut. Nicht? Der arbeitet mit dem simplen Prinzip, quod licet bovi, non licet Jovi. Na, umgekehrt. Nicht? Jovi ist der Jupiter. Also, was dem einen erlaubt ist, darf den anderen nicht erlaubt sein, nicht? Oder müsste dem anderen erlaubt sein. Nicht? Aber er ist sehr geschickt darin, was er sich selber herausnimmt, gesteht er den anderen niemals zu. Nicht? Ein Autoritärer, der die Autorität bekämpft.
Man hat das früher mal mit dem wunderbaren Wort, da war das alles noch mit Ernst Jünger und mit Karl Schmidt und so weiter, hat man das die konservative Revolution genannt. Nicht? Die konservative Revolution argumentiert so: Ich bin ein Freiheitskämpfer, aber die Freiheit, die die anderen wollen, na, die werde ich niederkateschen. Nicht? Und das sind aber Entwicklungen, also was mir wirklich ziemlich auf die Nerven geht, ist, dazu bin ich leider ein Hegelianer, dem muss das auf die Nerven gehen. Wenn Sie Artikel lesen, dann haben alle Artikel, also es gibt kaum andere, diesen Sollen-Standpunkt. Es sollte, nicht? Wir brauchen und so weiter. Dieses Sollen ist eine, philosophisch gesehen, eine fichtische Variante und Verdrehung des Kantianismus. Nicht, was wir sollen, das wissen wir eh, was wir sollen. Aber unter diesem ganzen Wir sollen verschwindet ständig in der Argumentation das, was wir tun. Nicht? Und das wird dann noch mit der Forderung nach Optimismus. Nicht? Wir müssen zukunftsgläubig sein, wir sollen und so weiter. Also das Sollen-Standpunkt und die Wiederkehr des Sollen-Standpunkts ist eine fatale Ideologie, finde ich, die dabei Cancel Culture und Political Correctness eine Rolle spielt, weil eben die eigene Meinung jeweils fetischisiert wird. Aber wir können gegen solche Bewegungen oder man kann gegen solche Bewegungen etwas verfassen, aber sie setzen sich auf ganz anderer Ebene durch. Nicht? Also beim alten Karl Marx heißt es ja über die sogenannte kritische Kritik, nicht? Die kritisieren alles, alle Begriffe kritisieren sie ununterbrochen, aber die Verhältnisse, aus denen das zu Kritisierende kommt, kritisieren sie nicht mehr, weil sie als Philosophen eben nicht die Welt verändern, sondern die Begriffe verändern wollen. Nicht? Und das wäre, sagt der Marx, ich erspare Ihnen aber nicht die bürgerliche Antwort drauf, die lautet auf die 11. Feuerbach-These, die Philosophen haben die Welt interpretiert, es kömmt darauf an, sie zu verändern. Die bürgerliche Antwort lautet, die Philosophen haben genug die Welt verändert, jetzt sollen sie sie verschonen. Nicht? Das hat durchaus, wenn man an die Geschichte des Marxismus denkt, ist durchaus eine vernünftige Pointe. Nicht? Aber ich sehe da keine Chance, wir müssen abwarten, bis sich diese Dinge in ihrer Verranntheit wirklich verrennen. Nicht? Danke. So, gibt es Fragen, Beiträge? Bitte, ganz hinten, das Mikrofon, bitte. Herr Schuh, ich hätte gern eine Anekdote aus Ihrem reichen Anekdotenschatz zu einem sehr berühmten Kolumnisten der Kronenzeitung, vielleicht dem älteren Publikum bekannt als Staberl bzw. Richard Nimmerrichter. Der hat ja wirklich geprägt, also man hat zwar dann bös geschrieben, es ist his House Master's Voice, aber viele Leute haben das eins zu eins genommen, was der Staberl schreibt, das stimmt. Ja, also die Kronenzeitung ist eine eigene Geschichte und ich muss sagen, in voller Inkonsequenz, ich habe mal verfasst, dass die Kronenzeitung das Zentralorgan der Gegenaufklärung ist. Aber die Kronenzeitung ist heute zu einem langweiligen Bezirksblatt herabgesunken und das war mal ein Kampfblatt der Gegenaufklärung. Und heute hätte ich gern den Staberl,
bei dem es ein interessantes Phänomen gibt. Nämlich der Staberl hat zwar einige Bücher veröffentlicht, aber die hat kein Mensch gelesen. Seine Artikel waren in der Tat im Auffassen und im Weitertragen der gegenaufklärerischen Ideologie, da hat er sehr weit getrieben. Er hat es so weit getrieben, dass er sagte in den Konzentrationslagern, naja, da sind halt die Leute verhungert. Also die berühmte Variante, dass ihnen eh nichts geschenkt ist, sie haben halt einen Hunger gehabt und wir haben alle auch einen Hunger gehabt. Die Geschichte vom Staberl ist an und für sich wunderbar. Die Jelinek hat Nestor verwendet dazu. Aber wie immer es ist, er war schrecklich in seiner Meinungsführerschaft, aber was jetzt aus der Kronenzeitung geworden ist, das ist unglaublich. Das ist ein fades Blatt geworden. Ich verstehe es auch nicht. Ich lese dann vom Chefredakteur der Kronenzeitung die Artikel und die sind so, dass ich ihm sagen muss, eigentlich, sie können gar nicht schreiben. Dass man sich schreiben lässt, ist mir völlig unverständlich. Der Staberl hat gewusst, wie er seinen miesen Charakter in Glossenform darstellen kann. Aber der hat ja gar keinen Charakter. Nicht? Vielleicht kann er was anderes, vielleicht ist er ein Computerspezialist und macht in der schnellsten Zeit den Satzspiegel, aber schreiben kann der nicht. Nicht? Und die Kronenzeitung muss man von einem Kampfblatt in ein Blatt sehen, das frühere Verdienste heute abzukassieren versucht und dabei gleichzeitig Leser in Massen verliert. Nicht? Traurig. Nicht? Auch deshalb, weil politische Parteien diese Lücke ausnützen. Nicht? Zum Beispiel Formulierungen wie linke Jagdgesellschaft sind Formulierungen der Kronenzeitung und das wurde übernommen. Die Kunstfeindlichkeit, ne, die uns Künstlern sehr zu Ehren gekommen ist, ne, seitenweise Beschimpfungen von Gerhard Rühm wegen eines Gedichtes, ne, das ist alles weg. Und das ist eigentlich schade, weil aus einem einfachen Grund, der Thomas Bernhard hat das fürchterlicherweise auch gesagt, so sind wir, nicht? Und was der Thomas Bernhard sagte, war, das steht in dem Roman Auslöschung, besser als, ich sage es ein bisschen freier, besser als ein Aufsatz von Karl Popper ist, wenn man wissen will, wie Menschen sind und was los ist, ist diese miese Presse. Da kann man wirklich lernen, was sich abspielt. Und die schneidet die Charaktere besser heraus als der hochtrabende Aufsatz. Nicht? Und diese Funktion hat die Kronenzeitung verloren und die hatte der Staberl inne. Wobei seine Geschichte ja wirklich einmalig ist. Das geht ungefähr so. Nicht? Ja, also ich habe den Tischand, ich war Sportreporter, habe den Tischand kennengelernt nicht? Und der hat gesagt, willst du nicht so. Ja. Und dann habe ich angefangen, dann habe ich halt das gemacht und dann schaue ich auf mein Konto, der Wahnsinn, da waren Unsummen da. Schauen Sie mal, die ganzen Bücher da, die habe ich alles gekauft. Das habe ich alles. Und da hängen die wunderbaren Bilder. Der Herr Dichand war ja auch ein Bildersammler, ein berühmter. Nicht? Für die Kunst schwärmen sie alle, nicht? Für die richtige Kunst natürlich, die aber nichts dafür kann, dass ihnen das gefällt. Nicht? Also der ist ins Millionärtum hineingewachsen mit dieser Meinungsführung.
Führerschaft. Danke. Noch Fragen? Ja, bitte. Sie sind so lieb und warten auf den Würfel. Deswegen, weil die Veranstaltung aufgezeichnet wird und ach so, damit wir nichts jetzt verlieren. Jetzt verstehe ich es auch. Ja. Danke. Also meine Frage ist ganz kurz, als Medienkonsument erlebe ich die zeitgeistigen Qualitätsmedien, nennen Sie sich ja gerne Qualitätsmedien, erlebe ich als Volkserziehungsanstalt im links-grünen Sinn, vom ORF abwärts bis zu den oberösterreichischen Nachrichten. Ja, in Deutschland sagt man links-grün versifft. Ja, also Das hat einfach damit zu tun, und da würden wir auch wiederum so ein Seminar brauchen, das hat einfach damit zu tun, dass Journalisten im Laufe der Zeit ein gewisses Meinungsniveau auch inhaltlich erreicht haben. Ein gewisses sachliches und handwerkliches Niveau, das ziemlich unbeweglich dasteht. Sie dürfen nicht vergessen, ich bin 76 so ungefähr. Ich habe noch das Gegenteil erlebt. Ich habe noch den Otto Schulmeister erlebt. Also sagen wir mal so, die alten Nazis, die dann in der Grazer Zeitung die Grazer Literatur bekämpft haben. Und in der Gegenbewegung zu dieser alten Generation, ne, ich mochte den Schulmeister übrigens ganz gern, aber nur als Person, also seine Artikel und so weiter, da war eine Gegenpädagogik. Nicht? Und gegen diese Pädagogik haben sich allmählich unter den Einfluss, das werden Sie genauso sehen, nämlich an der 68er-Bewegung, andere Konzepte entwickelt. Ja, einheitliche Konzepte, deswegen sage ich ja, die Einheitlichkeit ist der große Feind, sondern die Medienfreiheit besteht in der Diversität der Medien, in der Vielfalt und in der Konkurrenzsituation. Nicht? Und wir haben jetzt eine rechtspopulistische Bewegung, nicht? Das gefällt Ihnen sicher nicht, dieses Wort, die mit dieser Pädagogisierung oder vermeintlichen Pädagogisierung immer nur die Angriffe auf sich selbst sehen. Nicht? Und das ist ein unauflösbarer Konflikt und wir werden das sehen, wie das ist, wenn diese Rechte, also in Österreich ist das nicht wirklich ein Problem, aber in Amerika ist es ein echtes Problem. Nicht? Trump nennt die Leute von der New York Times Bettnässer. Warum nennt er sie Bettnässer? Weil sie den Khashoggi-Mord, also den Mord, den die Saudi-Arabier in einer Botschaft begangen haben, als aufklärungswürdig und als bekämpfbar sehen. Diese Bettnässer, die nicht verstehen, was politische Realität ist. Nicht? Das wird die andere Seite sein und ob es jemals diesen Umschwung gibt, weiß ich nicht. Schaut ganz so aus. Also irgendwann einmal werden ihre Leute die Macht haben und das... Also ich habe keine meine Leute. Nehmen Sie bitte das Mikrofon. Ja, ich habe da ein Buch von Brecht und Welzer, die vierte Gewalt über die Medien. Ja. Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist. Ja, aber das ist... In einer Gesellschaft, wo die Arbeitsteilung existiert, haben die einzelnen Gruppen, auch die Journalisten, sozusagen das Recht, ihre eigene Gruppenmeinung darzustellen und die steht ja zur Diskussion. Das wird ja nicht so bleiben.
diese Pädagogisierung durch das erreichte moralische Niveau wird es nur kurz geben. Aber das mit der Lügenpresse und mit der Lügenpresse, das stimmt mit Sicherheit nicht. Lügenpresse hat es eine Zeit lang gegeben, aber kaum kam die Kritik daran, haben die Vertreter der Lügenpresse sofort damit aufgehört. Lügenpresse ist, dass man nicht gesagt hat, wenn ein Syrer ein Verbrechen begangen hat, das ist ein Syrer gewesen. Das hat die Presse nicht gesagt. Pädagogisierend, und zwar falsch pädagogisierend, weil sie sozusagen kein Öl ins Feuer gießen wollte. Und die Grünen gibt es nun einmal und die ehemalige Linke gibt es nicht mehr, aber es gibt noch Teile von Argumenten, die aus dieser Serie von Argumenten stammen. Aber das steht zur Debatte, das ist nicht fest. Bald wird es durchaus vorstellbar, dass ein vollkommen anderer Wind weht. Das haben wir schon einmal in der Geschichte gehabt, dass man die Presse von einem Tag auf den anderen umdrehen kann. Danke. Noch Fragen, Beiträge? Ich blicke Richtung Uhr, lieber Franz. Wir beenden den Kepler-Salon immer versuchsweise um 21 Uhr. Es gelingt meistens ganz gut. Ich bitte dich um ein Schlussstatement und ich werfe jetzt einfach so dieses Thema Social Media, Meinungsbildung über Twitter, die unter Anführungszeichen großen Politiker, Politikerinnen der Welt machen so Meinungsbildung. Sehr viel läuft über diese Kanäle. Es werden viele Menschen erreicht. Das ist wahrscheinlich jetzt auch letztlich viel untransparenter, als man glaubt. Was sind dazu deine Gedanken? Naja, ich kann nicht leugnen, obwohl ich es immer wieder tue, dass ich irgendwas Philosophisches interessant finde. Also ich finde diese, also ich würde als Schlusswort grundsätzlich sagen, die Dinge sind im Fluss. Aber was da im Fluss ist und was ich unglaublich interessant finde, das ist die Tatsache, es gibt in Kants Kritik der Urteilskraft diesen berühmten Paragraphen 50. In dem Paragraphen 50 steht Folgendes drin. Und so etwas ist für einen Modernisten geradezu unerträglich, weil für die Moderne hat die Romantik gewonnen. Aber der aufklärende Kant sagt Folgendes. Er sagt, wenn es einen Gegensatz gibt zwischen Geschmack, zwischen allgemeinem Geschmack, was die Gesellschaft so allgemein hat, und der Genialität, der künstlerischen Genialität, dann würde die Romantik natürlich der künstlerischen Genialität den Vorrang geben. Bei Kant steht aber das Gegenteil. Wenn der öffentlich eingependelte Geschmack im Gegensatz zur Genialität des Künstlerischen und des Fantastischen steht, dann ist dem generellen Geschmack der Vorzug zu geben. Viele Jahre später hat Batz und Brock, ein berühmter Kunsttheoretiker, einen Vortrag gehalten zu dem Satz Fantasie an die Macht. Da hat er gesagt, um Gottes Willen, nein, keine Fantasie an die Macht, denn das ist furchtbar, sondern was die Fantasie braucht, ist die Bürokratie zur Beschränkung. Zur Beschränkung der Fantasie, weil sonst machen die Fantasten, was sie wollen. Also die bürokratische Beengung,
Das ist es, worum es eigentlich gehen müsste. Und das ist das, was jetzt passiert. Sie haben im Journalismus klare Aufnahmebedingungen. Nicht? Da gibt es, ich habe ja damit begonnen, das zu sagen, da gibt es Leute, die Journalisten einstellen, aufnehmen, und das können nicht irgendwelche Leute sein, die sie nehmen, sondern das müssen Leute sein, die eine gewisse Vereinheitlichung bilden, die sozusagen, sagen wir es einmal einfach, unsere Leute sind. Also das sind Schranken. Schranken, die die Eigentümer, die Medien, die Sympathien, das Informelle und so weiter erzeugen. Und das Internet unter uns gesagt hat dieses System tatsächlich auch einen Inzuchtcharakter. Nicht? Habermas hat das sehr witzig beschrieben über das Fernsehprogramm. Moderatoren moderieren Moderatoren. Nicht? Da ist eine pathologische Vereinheitlichung der Fall. Nicht? Da sehen Sie sich das Fernsehprogramm an, da kriegen Sie das sofort mit. Und dieses Internet stürzt das jetzt um. Und so Leute wie dieser Musk und so weiter, die fordern das auch sozusagen heraus. Jeder darf jetzt alles sagen. Es gibt diese Aufnahmebedingungen nicht mehr. Es gibt dann auch die Unterschiedenheit zwischen Schwurbelei und der wissenschaftlichen Abhandlung mathematischer Natur. Das gibt es auch nicht, sondern das steht alles auf derselben Ebene. Und das ist eine total interessante Entwicklung. Nicht? Was passiert, wenn die Schranke, wenn die eingeübten Schranken verschwinden durch die technischen Möglichkeiten, Meinungen zu verbreiten? Mit dieser Öffentlichkeit geht leider noch etwas zusammen, nämlich eine unlösbare Frage. Es kann nicht nur darum gehen, dass jeder Idiot sagt, was er denkt. Jeder Idiot hat das Recht zu sagen, was er denkt, aber man müsste doch irgendwie bemerken können, dass er ein Idiot ist. Und das würde man wohl auch in irgendeiner Form sagen dürfen. Denn es geht nicht um diese formale Freiheit, dass jeder sagt, was er denkt, sondern es müsste eigentlich, was er sagt, öffentlichkeitswürdig sein. Also die Intimisierung von Öffentlichkeit, wie wir sie erlebt haben, die Absurdität von Mitteilungen, ich aß heute Debreziner, das müsste, nur das Problem ist unlösbar. Denn wer sagt wem, was öffentlichkeitswürdig ist? Da gäbe es nur den spontanen Diskurs, und der hat angesichts der Internetmöglichkeiten oder dieser neuen Kommunikationsmöglichkeiten und Unmöglichkeiten eigentlich abgedankt. Und wir werden leben müssen ohne diese Grenzen, die uns frühere Organisationsformen von Öffentlichkeit ermöglicht haben. Und was da rauskommt, weiß kein Mensch. Aber vielleicht gelingt es uns, Kriege so ordentlich zu führen, dass das auch keine Frage mehr ist. Vielen herzlichen Dank. 21:03. Ich danke dem heutigen Gast Franz Schuh. Es gibt vorne noch einen Büchertisch von der Buchhandlung Alex. Und was wir auch mitgebracht haben, das kann man an der Bar erwerben, eine CD, sind Lieder aus 1914, Weltkriegsjahr. Franz Schuh liest dazu Texte von Karl Kraus. Der Sänger ist John Gassanto, ein junger Bariton, und am Klavier Karin Wagner. Aber wichtig, der Büchertisch
von Alex. Vielen herzlichen Dank, Franz Schuh. Danke.